erhebliche Finanzmittel bereitgestellt, die in ihrer Gesamtheit teilweise dreifach so hoch sind wie in anderen Ländern, die bisher eine Verwaltungsstrukturreform hinter sich haben. Da meine ich Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Der zweite Punkt. Die reformbegleitenden Maßnahmen umfassen ein Volumen von 450 Millionen Euro, die wir ausschließlich aus Landesmitteln bereitstellen. Zu den Themen Teilentschuldung noch sei gesagt, dass wir auf die kommunale Mitfinanzierung verzichten. Das heißt, ein Teilentschuldungsprogramm in Größenordnung von 220 Millionen Euro selbst schultern. Dass wir in den großen Blöcken Standardanpassungszuschuss rund 100 Millionen Euro geben, um die Integration der kreisfreien Städte in die neuen Kreise auch zu bewerkstelligen. Es wird auch entgegen dem ersten Entwurfen eine deutliche Aufstockung des Einmalkostenzuschusses für die Landkreise geben. Wie Sie wissen, hatten wir vorgesehen, zunächst erstmal mindestens 1,5 Millionen Euro bereitzustellen. Und wir haben das nach oben auf 10 Millionen pro Landkreis angepasst. Wir haben die Kulturförderung mit einem Block von über 55 Millionen zusätzlichen Landesmitteln aufgelegt, um die Kultur in den Oberzentren zu stärken. Und natürlich auch Zusatzkosten, die entstehen durch konnexitäre Veränderungen, wie zum Beispiel, wenn wir, wie Sie es schon gesehen haben, die Schulpsychologen kommunalisieren, dass wir dies natürlich in einem Niveau machen, die wirklich auch zu Effekten auf der kommunalen Ebene führen. Wir hatten vorher 29 Schulpsychologen als landesfinanzierte Stellen hier im Portfolio des Landeshaushaltes. Wir haben das auf 41 Vollzeitstellen angehoben. Ich finde, dass auch die Entscheidung der Landesregierung gut und richtig ist, ab dem Jahr 2020 50 Millionen Euro zusätzlich bereitzustellen, und zwar für Investitionen, vor allem im investiven Bereich in den neuen Landkreisen, um hiermit auch flankierend zu dieser Entscheidung auch die ELA-Mittel ab dem Jahr 2021 dann fließen zu lassen, hier zusätzliche Impulse zu geben. Summa summarum sind das 500 Millionen Euro, die wir in den nächsten Jahren, nicht gleich, aber in den nächsten Jahren für die Strukturveränderungen in der kommunalen Familie bereitstellen.